So, ich glaube, das brauchen wir nicht. Ich darf das auch noch einmal für uns gemeinsam tun, jetzt im gesprochenen Gebet, bevor wir loslegen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dein Wort haben dürfen, frei zugänglich, dass wir hier nicht verfolgt werden dafür, dass wir zusammenkommen, um es zu studieren. Wir danken dir dafür, dass dein Wort verständlich ist, auch wenn es nicht immer ganz unkompliziert ist. Und wir möchten dich jetzt deshalb bitten, sprich zu uns durch dein Wort. Du siehst, dass wir heute einiges nachschauen werden in deinem Wort. Bitte hilf uns doch, dass wir dich besser kennenlernen und dass wir ergriffen werden von deinem Wort. Darum bitten wir dich. Amen. So, bevor wir loslegen, möchte ich bitten, das einmal durch die Reihen gehen zu lassen und nicht umzudrehen. Ja? Also so, wie ihr es bekommt. Haltet es fest und für diejenigen unter euch, die nicht so wie ich immer fünf Stifte in der Tasche haben, geht auch das rum. Also heute muss man aktiv werden, es gibt keinerlei Ausreden. Papier ist da, Stift ist da. Und wenn ihr keine Bibel dabei haben solltet, dann besorgen wir euch auch noch eine oder ihr könnt bei euren Nachbarn reinschauen. Aber es ist nicht schlimm, wenn man keine Bibel dabei hat. Das Handy kann man auch nutzen. Also das kriegen wir alles hin. So, alle versorgt? Ja, bis auf die Technik, aber bei denen dauert es ja immer länger, bis die Sachen ankommen. Von daher nutze ich die Zeit schon mal für meinen Einstieg. Ihr kennt das bestimmt. Bestimmte Berufsgruppen haben bestimmte Sachen, an denen man sie erkennt. Ja? Lehrer zum Beispiel, die sagen immer, ich habe Zeit, ja? Und warten dann, dass irgendwas geschieht. In meinem Nicht-Gemeindeleben beschäftige ich mich so mit sozialwissenschaftlichen Zusammenhängen und Sozialwissenschaftler, die machen immer Umfragen, ja, weil die wissen wollen, was denken Leute, was machen die und so weiter. Und deshalb möchte ich zum Einstieg mal wieder eine Umfrage machen. Die ist aber relativ einfach, weil die nur aus einem sogenannten Umfrage-Item, also nur aus einer Frage besteht. Nämlich, da bitte ich um kurzes Handzeichen, wer von euch war, als er ein Kind war, die meiste Zeit seines Lebens regelmäßig in einem Kindergottesdienst? Bitte einmal melden. Wer von euch? Haben wir schon eine gute Quote hier. Ja? Also, dann könntet ihr jetzt sagen, zum heutigen Thema, woher weiß ich, ob ich gerettet bin, könntet ihr jetzt sagen, ey, das weiß ich doch. Durch den Kindergottesdienst von der Lämmergruppe bis hin zur Löwengruppe, zu dem Teenkreis bis hin zur Jugendgruppe, bin ich christlich sozialisiert, so sagt man ja als Fremdwort, und da habe ich immer wieder gehört, Jesus hat die Schuld der Welt getragen. Er ist gestorben am Kreuz, er ist auferstanden. Ich muss darin glauben. So, selbst wenn du jetzt sagst, ah, ich bin nicht christlich sozialisiert, aber bin schon so ein Weilchen dabei, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du mehrere hunderte Predigten vielleicht gehört hast, Sonntag für Sonntag für Sonntag. Und auch in diesen Predigten kommt es immer wieder darauf zu sprechen. Jesus Christus hat für jeden, der an ihn glaubt, am Kreuz sein Leben gegeben. Jeder, der an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Also könntet ihr euch die Frage stellen, was bringt das, dass wir heute hier in der Jugend dieses Thema machen? Woher weiß ich, ob ich gerettet bin? Ja? Habe ich schon so lange gehört, ich bin noch irgendwie in der christlichen Szene unterwegs. Warum machen wir heute dieses Jugendthema? Ich möchte euch auf diese Frage antworten. Und zwar zum einen mit zwei Geschichten und dann auch noch mit ein paar weiteren Gründen. Geschichte Nummer eins. Ist wirklich so passiert? Und zwar hier in der Jugend, also nicht hier, sondern damals, als wir noch in anderen Räumlichkeiten waren. Die meisten von euch werden den Protagonisten, um den es geht in der Geschichte, auch nicht kennen, außer vielleicht Daniel und Neil. Neil kommt in der Geschichte übrigens auch vor, der weiß nur noch nichts von seinem Glück. Aber das Schöne ist, er sitzt in der ersten Reihe. Das heißt, Neil, wenn ich irgendwas falsch erzähle, ne, schreite ein, aber mich bitte nicht von der Kanzel unterschubsen. Ja, also rein verbal würde ausreichen. Also, es war vor einigen Jahren, wie gesagt, im Rahmen der Jugend, es waren viel weniger Leute, war so eine kleine Truppe irgendwie, 15 Leute. Und dann kam von einem Freund von uns, der damals auch kam, der Studienkollege mit.
Und der hatte eigentlich mit dem Glauben überhaupt nichts am Hut, war gerade aus Süddeutschland hochgekommen zum Studium. Und das war ein so junger Typ, ich schätze mal 19, 20 Jahre alt, super freundlich. Und wie gesagt, hatte eigentlich mit dem Glauben nichts am Hut. Also ja, weder Sonntag für Sonntag von Jesus gehört, noch irgendwie Kindergottesdienst gehabt. Hatte aber super viele Fragen nach dem Sinn des Lebens. Und deshalb kam er Freitag für Freitag für Freitag. Kam er erst ein-, zweimal, dann glaube ich, kam er ein paar Mal nicht. Und dann kam er, war eigentlich immer da. Und er war nicht einfach nur so da, dass er da saß und das über sich hat ergehen lassen, sondern du hast richtig gesehen, der hat mitgedacht, der hat Fragen gestellt. Der hat auch danach weiter überlegt. Der kam danach, wenn du ein Thema gehalten hast, kam der und hat noch weitere Fragen gestellt. Wie kam es? Sein Vater war vor kurzem gestorben und hatte extra diesen Ortswechsel auch vollzogen, ist zum Studium weit weg von zu Hause gegangen, um diese Trauer hinter sich zu lassen und war auf der Suche, was hat dieses Leben für einen Sinn? Und das merkte man. Und er kam und kam und er hörte diese Botschaft von Jesus eigentlich immer wieder, Freitag für Freitag. Und wir dachten, bald ist es soweit, er hat so häufig gehört, Gott möge schenken. Und wir haben für ihn gebetet, dass er sich zu Jesus wendet. Und viele Leute haben einzelne Gespräche mit ihm geführt, weil er alle möglichen Fragen hatte und allen möglichen Leuten diesen Fragen gestellt hatte. Und dann kam er auf einmal längere Zeit nicht. Was war geschehen? Nun, der Gute war ein umtriebiger Typ. Ja, der war nicht einfach nur Student, sondern der war auch so ein sehr ambitionierter Hobbyboxer. Und deshalb ging er in ein Gym in Hannover. Und in diesem Gym trafen sich einerseits Normalos und andererseits waren da viele Leute, die ihr Geld dadurch verdient haben, dass sie zur organisierten Kriminalität gehörten, viel im Rotlichtmilieu gemacht haben und die Zugehörigkeit zu ihren kriminellen Organisationen auch ganz deutlich gemacht haben. Dadurch, wie sie drüber gesprochen haben, welche Klamotten sie getragen haben. Kurzum, viele der Leute in dem Gym, wo unser Freund war, verherrlichten einen Lebensstil, der genau entgegengesetzt war zu dem, was Gottes Wort sagt. Wie gesagt, er kam längere Zeit nicht mehr zur Jugend, wir machten uns Sorgen und eines Abends war es dann so, Samstagabend, Neil und ich, wir dachten, komm, wir müssen mal wieder mit ihm sprechen und wie kann man gut miteinander sprechen in Ruhe, wenn man einen langen Spaziergang macht, wo macht man in Hannover einen langen Spaziergang? Man geht um den Maschsee, warum geht man darum? Weil der 6 Kilometer lang ist, das heißt, wenn man rumgeht, der Weg, insofern hat man viel Zeit. Und dann kamen wir zu sprechen, ne? Wir kamen auf die Frage der Fitness und wir kamen auf die irgendwie auch darauf, mit was für Leuten er abhängt und wir fragten ihn so, ob das auf die Dauer nicht auf ihn abfärben würde, weil er einige auch wirklich spannende Geschichten erzählte von denen, also er selber hatte damit nichts zu tun, aber wir kamen dann so drauf, fragten, hey, wenn du dauernd mit denen trainierst und so weiter, färbt das nicht auf dich ab? Und dann geschah etwas super Spannendes, so sehr, dass ich mich verhasple, weil er dann sagte, hey Leute, ihr müsst euch um mich gar keine Sorgen machen. Ich bin zwar in diesem Gym, aber ich bin jetzt auch in einer anderen Gemeinde in Hannover und ich mache da sogar mit bei der Technik. Also, alles gut. Und wir dann so, ja, okay, das ist ja schön, dass du irgendwo regelmäßig in eine Gemeinde gehst, aber wie wurdest du denn Teil des Technikteams? Man meinte so, naja, die haben da allgemein so gefragt, wer von euch möchte mitmachen? Da habe ich gesagt, ich möchte mitmachen, ich kenne mich auch ein bisschen mit Technik aus. Dann habe ich mitgemacht. Und dann fragten wir weiter nach so, aber hattest du vorher mal ein Gespräch mit dem Pastor oder der Gemeindeleitung, was deine Beziehung zu Jesus angeht? Nee, warum? Naja, und dann merkte man schon so langsam, ich sehe Nils Blick, der stimmt mir zu, das Gespräch kippte. Er wurde irgendwie so immer verschlossener. Und dann dachte ich, okay, was soll man machen? Und da, ich sprach dann einfach an und sagte, aber wie ist es denn mit deiner Beziehung zu Jesus? Also nur weil du da in der Technik bist und hilfst, den Gottesdienst zu übertragen, heißt das doch nicht automatisch, dass du gerettet bist. Und deshalb die Frage, hast du mit irgendjemandem aus der Gemeinde drüber gesprochen? Und was war seine Antwort darauf? Die war relativ kurz und sehr verblüffend. Ah Leute, war echt schön, dass wir uns jetzt gesehen haben, aber ich muss jetzt ganz dringend los. Meine Bahn kommt als nächstes. Ciao. War wirklich so. Und wer mal am Maschsee spazieren gegangen ist, weiß, der Weg zur nächsten Straßenbahnhaltestelle ist wirklich weit. Ja? Geschichte Nummer 1. Was können wir daraus lernen? Einfach nur in einer Gemeinde zu sein oder vielleicht sogar in einer Gemeinde mitzuarbeiten, sagt nichts direkt darüber aus, was für eine Beziehung ich zu Jesus habe oder ob ich gerettet bin.
Und manchmal kann es vielleicht sogar so sein, dass man sich über seine eigene Beziehung zu Jesus darüber täuscht, weil man irgendwo in der Gemeinde mitarbeitet. Nach dem Motto, wieso, ich mache ja schon was für Jesus, ich muss mir da keine genaueren Gedanken drüber machen. Nummer eins, Geschichte. Geschichte Nummer zwei, sehr viel kürzer als Geschichte Nummer eins. Jenny hatte letztens ein Gespräch mit einer Freundin, die war relativ frisch bekehrt. Und in dem Gespräch mit Jenny sagte die Freundin dann, ich frage mich, ob ich wirklich gerettet bin. Ich mache so vieles, was vor Jesus nicht richtig ist. Kann ich überhaupt ein Christ sein, wenn ich so oft Dinge tue, von denen ich eigentlich genau weiß, dass sie falsch sind vor Jesus? Die Situation ist ganz anders als in der ersten Geschichte, aber die Frage ist die gleiche. Woher weiß man, dass man wirklich gerettet ist? Woher kann ich wissen, dass meine Beziehung zu Jesus stimmt? So, diese beiden Beispiele machen es deutlich. Es gibt verschiedene Gründe, warum wir heute dieses Thema machen. Eine Möglichkeit ist, dass du hier bist und sagst, okay, eigentlich mit Jesus habe ich mich noch nie so richtig auseinandergesetzt und vielleicht bin ich einfach auch nur hier, weil ich die Leute ganz interessant finde oder ich suche Anschluss oder ich bin grundsätzlich interessiert dran an der Bibel. Dann super, dass du da bist, weil heute geht es um den Kern der Bibel. Anderer Fall. Du kommst vielleicht schon länger zur Gemeinde, machst auch irgendwo mit, bist vielleicht seit Jahrzehnten in der Gemeinde, weil deine Familie da ist und hältst dich auf jeden Fall für einen Christen. Also ich habe eine Beziehung zu Jesus. Aber wenn man dir die Frage stellt, bist du dir sicher, dass du gerettet bist? Und wenn ja, warum bist du dir sicher? Dann fällt dir vielleicht auf, also, weil ich denke, dass ich gerettet bin. Aber du kannst es gar nicht genau begründen. Dann auch super, dass du heute Abend hier bist. Weil dann wird es gut sein, dass du drüber nachdenkst. Woher kannst du wissen, dass du gerettet bist? Oder vielleicht gehörst du auch zu einer anderen Gruppe. Du lebst mit Jesus und du bist überzeugt davon, dass er für dich am Kreuz von Golgatha gestorben ist, dass er auferstanden ist und du bist überzeugt davon, du kannst erklären, warum du gerettet bist. Aber du merkst, in deinem Alltag fällt es dir ganz schwer, das anderen zu erklären. Was bedeutet es, gerettet zu werden? Also was ist überhaupt diese Kernbotschaft im Neuen Testament, die Kernbotschaft von Jesus, das Evangelium? Dann auch super, dass du hier bist, weil heute wollen wir systematisch durchgehen, was sind die zentralen Bestandteile. Und dann gibt es noch eine weitere Gruppe und noch einen weiteren Grund, warum es gut ist, dass du hier bist. Vielleicht gehörst du auch zu der Gruppe, dass du sagst, ich bin mir sicher, ich bin gerettet, ich lebe in einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus, ich habe regelmäßigen Austausch zu ihm. Es ist mir auch wirklich ein Herzensanliegen, das Evangelium weiterzugeben und ich versuche das in meinem Umfeld zu machen. Und insofern könnte man sagen, höre ich heute was Neues? Die Antwort wird sein, höchstwahrscheinlich wirst du schon vielleicht ein und zwei Details aufschnappen, die es dir vielleicht helfen, dein Verständnis von der guten Botschaft vom Evangelium zu verfeinern und beim nächsten Mal noch besser zu erklären. Oder, was auch einfach nur sein könnte, ist, du sitzt hier und erkennst wieder neu, wie genial ist es, dass Christus mich gerettet hat. Ich habe es nicht verdient, aber er hat mich gerettet und Gott hat es alles so genial geplant und durchgeführt. Und dann hast du den Effekt, dass du dich einfach nur darüber freust, dass Gott so groß ist und so liebevoll. Also, so oder so, es gibt viele gute Gründe, hier zu sein. To make a long story short, für jeden von uns, von euch, sollte eigentlich ein guter Grund sein, warum ihr heute hier seid. Und deshalb lohnt sich auch der lange Anmarschweg. Wir kommen jetzt zu einem von zwei Hauptteilen. Dieses Thema hat nur zwei Teile. Der erste Teil ist quasi, wie komme ich zu Gott? Ja, also ganz grundsätzlich, was sind die Grundpfeiler des Evangeliums? Was sind die entscheidenden Teile der guten Botschaft der Bibel, die man wissen muss, damit man überhaupt gerettet werden kann? Und auch die man wissen muss, um anderen zu erklären, wie sie gerettet werden können. Ja, ich muss wissen, wenn ich eine Sprache spreche, wie sind die Vokabeln? Ja, ich brauche die Grundbegriffe. Sonst kann ich diese Sprache nicht sprechen. Und genauso ist es auch in Bezug auf das Evangelium. Ich muss wissen, was ist Teil des Evangeliums und ich muss es so wissen, dass ich es sagen kann, ohne dass ich dann in einem Gespräch irgendwie meinen Zettel rausgucke und dann sage, warte mal, ich muss mal kurz nachgucken, Punkt 1 ist das. Sondern ich muss es im Herzen haben, aber auch im Kopf. Das wollen wir uns heute anschauen. Und wir haben beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal am Freitag diese Unterscheidung gemacht, es gibt Exegese und es gibt Systematik. Exegese heißt, man schaut sich einen Text ganz genau an und arbeitet den durch. Was bedeutet dieser spezifische Text, diese Texteinheit? Das ist eher Sonntagmorgen in der Predigt. Das werden wir heute eher nicht so stark machen. Was wir heute machen werden, ist Systematik. Das heißt, es gibt einen Grundüberblick über eine Lehre der Bibel und wir schauen uns die Stellen an, die das begründen, aber versuchen eher so das große Bild zu bekommen. Die einzelnen Stellen könnt ihr dann selber nach
studieren. Also, wie komme ich zu Gott? Was ist das Evangelium? Was bedeutet das? Was sind die entscheidenden Säulen? Und damit seid ihr bei eurem Handout. Für alle, die im Internet jetzt gerade dabei sind, ihr könnt das Handout runterladen unter dem Link, der in der Description steht. Super, vielen Dank an die Technik, dass ihr es möglich gemacht habt. Da könnt ihr schon mal sehen, es sind 6 Säulen. Und die Systematik ist immer die gleiche. Wir schauen uns erst eine Stelle an oder 2 und dann gucken wir uns die Erklärung an. Und es ist ganz wichtig, dass ihr jetzt wach seid, mit dabei seid. Und um das zu fördern, würde ich einige von euch bitten, immer die Textstellen vorzulesen. So, damit kann ich sicher gehen, dass diejenigen, die lesen, schon mal nicht eingeschlafen sind. Punkt Nummer 1. Ganz wichtig, bevor wir reingehen, ist auch noch, das, was wir uns jetzt erarbeiten, diese 6 Säulen, das ist eine logische Abfolge. Ja? Das heißt nicht, dass wenn man im Gespräch ist mit irgendjemandem und jemand versucht, das Evangelium zu erklären, man immer genau diese Schritte macht, 1, 2, 3, 4, 5, sondern man kann das durchaus auch mal in der Beschreibung variieren. Aber so ist die logische Abfolge, wie wir es heute durchgehen. Also, ich bitte darum, zum ersten Punkt zu kommen. Und die Stellen dazu sind Römer 1, 19 bis 20 und Kolosser 1, 16 bis 17. Und wer liest die Römer 1 Stelle und wer liest die Kolosser 1 Stelle? Oder wir machen es der Einfachheit halber so, wir gehen einfach hier so der Reihe durch, dann muss ich nicht immer neu nachfragen. Also wir starten bei Daniel, gehen dann zu Paul, dann hier rüber zu Neil und dann so durch die Reihen. Ja, gerne. Vielen Dank. Römer 1, 19 bis 20. Kolosser 1, 16 bis 17, bitte. Also die Stellen werden, nur für die Systematik, Römer 1, 19 bis 20 und Kolosser 1, 16 bis 17. Und der inhaltliche Punkt ist der erste. Der Ausgangspunkt des Evangeliums ist der heilige und persönliche Schöpfergott. Ja, der Ausgangspunkt des Evangeliums ist der heilige und persönliche Schöpfergott. Für uns, die, wie gesagt, christlich sozialisiert sind, ist ganz normal. Aber macht mal eine Umfrage unter euren Arbeitskollegen, Schulkollegen, Studienkollegen. Wer von denen glaubt, dass es einen heiligen, persönlichen Gott gibt, der die Welt geschaffen hat? Das ist für viele unserer Zeitgenossen, wahrscheinlich 80-90%, eine absurde Idee. Insofern ist es wichtig, dass wir uns erstmal klar machen, die Grundvoraussetzung dafür, dass es die Bibel gibt, dass wir gerettet werden können, ist, es gibt nicht nur eine unpersönliche Macht, die irgendwie dieses Universum angestoßen hat, sodass es dann einen Knall gab und dann ging es los, sondern Gott hat das alles gemacht. Jesus Christus war von Anfang an mit dabei und diese Schöpfung funktioniert nur deshalb noch, weil Gott sie erhält, Tag für Tag. Aber dieser Gott ist nicht einfach nur eine anonyme Macht, sondern er ist auch persönlich ansprechbar. Also er ist wie eine Person, nicht nur irgendwie so eine Kraft, die irgendwo rumwabert. Und deshalb stellt sich automatisch die Frage, wenn es diese Person gibt, die alles in der Hand hat, wie ist jetzt das Verhältnis von mir als einzelnem Geschöpf zu Gott, dem Schöpfer? Und damit sind wir schon beim zweiten Punkt, nämlich den finden wir in Römer 1, 21 bis 23. Was wird hier beschrieben? Hier wird beschrieben, wie der Mensch, wie wir auf diesen allmächtigen Schöpfergott reagieren, nämlich
Denn obgleich sie Gott erkannten, ja, also in Vers 20 haben wir ja gelesen, Gottes unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Also wenn man die Schöpfung sieht, sieht man, das kann nicht einfach durch eine Explosion, durch Zufall entstanden sein. Da muss eine schöpferische, ordnende Hand dahinter gewesen sein. Und obgleich der Mensch das erkennt, will er Gott nicht anerkennen als den Schöpfer. Sprachgebrauch, bestes Beispiel, das hat die Natur so super sich ausgedacht. Oder das hat die Natur super so gemacht. Das sind Leute, die glauben an die Evolution. Aber sie sprechen von der Natur wie von einer Person, weil sie im Letzten damit zugeben, ohne dass sie es merken, da muss eine Person dahinter stecken. Deshalb sprechen sie, die Natur hat das so und so gemacht. Und widerlegen ihr eigenes Weltbild damit. So, wie reagieren wir also als Menschen darauf? Wir wollen es nicht wahrhaben, dass es Gott gibt. Wir drücken ihn weg. Und stattdessen, das wird dann in Vers 21 beschrieben, verfallen sie in einen Wahn, nämlich wir müssen das ohne Gott erklären. Und dadurch drücken wir die Sachen, die klar erkennbar sind, weg, nämlich dass Gott Ordnung geschaffen hat. Wir werden dadurch unweise. Und was spannend in Vers 23, und haben die Herrlichkeit des vergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das vergänglichen Menschen oder Tieren gleich ist. Die Menschen können aber trotzdem irgendwie nicht ohne Gott meistens. Und deshalb machen sie sich ein Bild, das aber nicht dem allmächtigen Gott gleicht, sondern dem, was sie sich selber ausdenken können, was sie vor Augen haben. Also Menschen, Tiere. Guckt euch mal die ganzen Kulte an, wo Dinge angebetet werden. Das sind Abbilder meistens von Menschen, Tieren. Und genau das wird hier beschrieben. Was folgt daraus? Und das ist jetzt die Zusammenfassung des zweiten Punktes. In Gottes Urteil wird der Mensch als Feind Gottes bewertet. Ja, der Mensch will nicht wahrhaben, dass Gott das alles gemacht hat, sondern er will es irgendwie anders erklären und er will sich lieber selber Götter machen. Kurzum, der Mensch ist ein Revolutionär. Jeder Einzelne von uns sagt, ich möchte Gott dich als Schöpfer nicht anerkennen. Warum nicht? Weil wenn du der Schöpfer bist, dann hast du auch das Recht, hier die Regeln zu machen. Ja, also wenn du alles gemacht hast, wenn du mich gemacht hast, Gott, dann hast du auch das Recht, dass ich nach deiner Pfeife tanze, dass ich die 10 Gebote halte. Und wir wissen alle, wie schwer das ist, die 10 Gebote zu halten, jeden Tag neu. Also was machen wir? Wir diskutieren lieber Gott und die 10 Gebote aus der Welt, da müssen wir uns auch nicht dran halten. Insofern ist jeder Mensch ein Revolutionär. Und was machen Revolutionäre? Kurze Frage, wer ist wohl der bekannteste Revolutionär in der Popkultur? Che Guevara. Warum ist Che Guevara so eine Ikone? Was konnte der gut? Was machen Revolutionäre, um das System zu stürzen? Sie sammeln andere Leute um sich herum, um eine Bewegung zu starten. So. Che Guevara konnte das ziemlich gut. Und deshalb ist er wahrscheinlich auch so eine Ikone der heutigen Wannabe-Revolutionäre. Das heißt, Menschen, die gegen Gott sind, machen genau das Gleiche. Sie rebellieren gegen Gott, sie wollen ihn nicht wahrhaben, aber es reicht nicht aus, dass sie selber das machen, sondern sie versuchen, eine Bewegung zu starten. Sie versuchen, andere davon zu überzeugen, sagen, das kann nicht sein, dass es Gott gibt. Guck mal, wenn wir ihn abschaffen, dann können wir machen, was wir wollen. Und so ist die Geschichte der Menschheit voll von revolutionären Bewegungen in Gedanken, wie zum Beispiel Kant, wo gesagt wird, wir brauchen gar nicht Gott, sondern wir können selber denken. Und die Leute fangen an, darüber zu schreiben, um andere mit ins Boot zu holen und gemeinsam zu rebellieren, zu revolutionieren. Und deshalb, Punkt 2, wird in Gottes Urteil jeder Mensch als Feind Gottes bewertet. Weil selbst wenn wir nicht Teil sind von so einer komplett anti-göttlichen, anti-religiösen Bewegung, sind wir im Alltag doch auch kleine Revolutionäre. Woran können wir es sehen? Dass wir uns nicht an die 10 Gebote halten, dass wir lieber selber Chef sein wollen über unser Leben. Daraus folgt die deutliche Realität aus Punkt 3. Und diese Realität aus Punkt 3, Säule Nummer 3, finden wir in Römer 2, 5 bis 8. Ihr seht also schon, wir arbeiten uns so durch den Römerbrief hindurch. Römer 2, 5 bis 8. Vielen Dank.
So, ehrliche Frage. Wer von uns könnte für sich in Anspruch nehmen, ich gehöre in die Kategorie von Vers 7. Ich gehöre zu denen, die mit Ausdauer, also andauernd, bei mir in Schlachter heißt es, im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben und das in meinem Werken Tag für Tag umsetze, ausdauernd. Dass ich Tag für Tag Gutes tue. Ich gehöre nicht in diese Kategorie. Wer gehört von uns in die zweite Kategorie? Vers 8. Denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind. Also Gottes Gesetzen ungehorsam. Grimm und Zorn. Also, die Antwort ist eindeutig. Wir gehören alle in die zweite Kategorie. Und deshalb muss Gott eigentlich jeden einzelnen von uns, jeden einzelnen Menschen als gerechter Richter bestrafen. Weil was ist das für ein Richter, der sagt so, ja, also irgendein Verbrecher kommt an, dann wird sein Fall vorgelesen, dann werden die Zeugen gefragt, ist ganz deutlich, der hat eine Bank überfallen, der hat mehrere alte Omas überfallen, der hat den Kindergarten ausgeraubt, die Kinder noch zusammengeschlagen und dann sagt der Richter, ja, also Schuld ist bewiesen, aber ich habe heute einen guten Tag, kein Problem, du gehst straffrei durch. Was würde man sagen über diesen Richter? Ist total ungerecht. Und Gott ist gerecht. Und deshalb kann Gott nicht einfach sagen über uns sündige Menschen, kein Problem, ich gucke da mal drüber hinweg, ist nicht so schlimm. Sondern er muss uns verurteilen, weil er sonst ungerecht wäre. Er wäre sonst wie dieser Richter in diesem zugeben etwas extremen Beispiel. Aber mal ganz im Ernst, was tun wir nicht alles? Was tun wir Menschen nicht alles? Und deshalb sind wir bei Punkt 3 angelangt, bei der Schlussfolgerung aus den Punkten 1 und 2, nämlich, wir haben gesehen, Ausgangspunkt des Evangeliums ist der heilige persönliche Schöpfer Gott. Zweite Säule war, in Gottes Urteil wird der Mensch als Feind Gottes bewertet. Dritter Punkt, die Folge daraus ist, als gerechter Gott muss Gott jeden Menschen für seine Sünde verurteilen. Als gerechter Richter muss Gott jeden Menschen für seine Sünde verurteilen. Wir haben es uns selbst zuzuschreiben. Aber jetzt kommt ein sehr, sehr wichtiges Aber. Und das ist auch wichtig, wenn wir diese gute Botschaft versuchen, anderen Leuten zu erklären. Wir müssen auf dieses Aber zusteuern. Aber wir kommen zum Punkt 4. Und diesen Punkt 4 finden wir in Römer 3, 21, 22 und Vers 25. Also Hintergrund nochmal. Gott muss uns richten, laut Gesetz, laut Gerichtsordnung müssen wir verurteilt werden, vollkommen zu Recht. Aber, Römer 3, Vers 21, 22, 25 bitte. Genau, vielen Dank. Ich lese es nochmal nach Schlachter 2000, weil es hier sehr schön deutlich wird. Vers 21, Römer 3, Vers 21. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden. Das ist wichtig. Also Gott sagt jetzt, okay, ich finde einen Weg außerhalb dieser Aburteilung, die eigentlich erfolgen müsste, weil ihr alle Menschen schuldig seid. Und dann in Vers 25, wo es um Jesus geht. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Also, wie kann Gott es schaffen, einerseits gerecht zu sein, diese Sünde zu bestrafen, aber andererseits uns zu retten, unsere Sünden ungestraft zu lassen. Das ist ein Widerspruch, ihr merkt das. Ja, eigentlich muss unsere Schuld bestraft werden. Aber andererseits möchte Gott nicht uns alle verurteilen, verdammen, in die Hölle werfen, denn das ist die ewige Strafe für Sünde, sondern er möchte uns retten. Wie geht das jetzt zusammen? Vers 21 haben wir gesehen. Der Schlüssel ist, Gott muss einen Weg finden außerhalb des Gesetzes, weil gemäß des Gesetzes hätten wir alle verloren. Straftat bedeutet Strafe, bedeutet Tod. Wie macht Gott das jetzt?
Vers 22, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Das heißt, es hängt irgendwie mit Jesus zusammen. Also Gott bietet uns einen anderen Weg an, außerhalb der Gesetzeslogik, wo wir alle verloren wären. Dieser Weg geht durch den Glauben an Jesus. Jetzt stellt sich die Frage, woran genau müssen wir also glauben? Was genau hat Jesus gemacht? Und die Antwort finden wir dann schon teilweise in Vers 25. Ihn, Jesus, hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Hier machen wir Stopp. Was ist damit gemeint? Warum das Blut Christi? Warum ist das so wichtig? Die Antwort ist, Jesus opferte sich selbst für uns am Kreuz von Golgatha. Er blutete dort wirklich. Er vergoss sein Blut für uns, ist so eine christliche Formulierung, aber stimmt, er blutete für uns, er wurde blutig geschlagen, ausgepeitscht, er wurde durchbohrt von den Nägeln. Warum hat er das gemacht? Weil die Bibel an anderer Stelle sagt, Gott sagt an anderer Stelle, der Preis der Sünde ist der Tod, ist die Bestrafung. Und Jesus wurde unter schlimmsten Umständen bestraft, blutig geschlagen, ermordet. Jesus übernahm also den Preis für unsere Schuld, die Strafe, die wir eigentlich verdient hätten. Und ein schönes Bild, mein Lieblingsbild, ich bringe das immer wieder, aber bislang ist mir noch kein besseres eingefallen. Wenn ihr Ideen habt, könnt ihr mir das danach gern sagen. Womit ich mir das besonders gut deutlich machen kann, ist folgende. Ein zu Recht verurteilter Massenmörder, ja, der hat zig Leute umgebracht, sitzt schon auf dem elektrischen Stuhl und er ist rechtskräftig verurteilt. Und quasi 5 Minuten, bevor der Knopf gedrückt wird, kommt einer rein, der unschuldig ist, der noch nie jemanden umgebracht hat und sagt, ich opfere mich, ich übernehme deine Strafe, ich setze mich auf diesen Stuhl, du kannst frei gehen, ich als Unschuldiger opfere mich für dich, ich sterbe für dich, ich opfere mich für dich, du kannst dafür gehen. Und genau das Gleiche hat der Herr Jesus für uns getan, für jeden, der daran glaubt. Er hat die Strafe übernommen. Und in Johannes 1, Vers 29 wird er beschrieben als, siehe das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt trägt. Und das ist genau damit gemeint. Jesus hat die Schuld von allen Menschen übernommen. Warum steht da, siehe das Lamm Gottes? Die Antwort darauf finden wir im Alten Testament. Wie war es im Alten Testament? Im Alten Testament hat der Hohepriester symbolisch die Schuld des ganzen Volkes auf ein Lamm gelegt. Ja, hat ihm die Hände aufgelegt. Und dieses Lamm wurde geschlachtet, blutig geschlachtet. Und das war das Bild dafür, dass die Schuld des Volkes Israel, der Israeliten, auf dieses Lamm draufgepackt wurde und die Israeliten nicht sterben mussten, sondern dieses Lamm geopfert wurde für sie. Und genau das Gleiche hat Christus für uns getan. Es gibt aber einen großen Unterschied zwischen den Lämmern, die damals geopfert worden sind, und Christus, der sich für uns geopfert hat. Nämlich, dass Jesus Christus wieder auferstanden ist. Und diesen Vorgang, dass Jesus das Lamm Gottes ist, das sich opfert für die Schuld der Welt, finden wir sogar in einem deutschen Sprichwort wieder. Nämlich in dem guten alten Sündenbock, auf den alles Schlechte geschoben wird. Ja? Der arme Typ in der Klasse, der immer alles abbekommt. Ja, und daher kommt dieses Sprichwort, der Sündenbock. Der Sündenbock ist das Lamm, wo die Sünde draufgepackt wird. Und genau das war Christus. Christus war der Sündenbock für uns. Und insofern können wir diese vierte Säule des Evangeliums so zusammenfassen. In seinem Sohn Jesus Christus eröffnet Gott uns Menschen einen Weg zur Rettung. Ist ein langer Satz, aber ist noch ein komplizierter Sachverhalt. In seinem Sohn Jesus Christus eröffnet Gott uns Menschen einen Weg zur Rettung. Und wenn man es ausführlicher dann nochmal beschreiben möchte, kann man sagen, durch seinen Sühnetod am Kreuz nimmt Jesus die Strafe auf sich, die eigentlich jeder einzelne von uns ausnahmslos verdient hätte. Und mit seiner Auferstehung besiegt Jesus den Tod und macht deutlich, er ist Gott. Weil niemand von den Menschen hat bislang geschafft, den Tod zu besiegen. Das kann nur Gott. Und deshalb ist es in doppelter Hinsicht super wichtig, dass Jesus wirklich real gestorben und auferstanden ist. Warum? Weil er nur durch seinen Tod und die Auferstehung deutlich macht, ich habe die Schuld übernommen, aber sie auch überwunden. Ich bin stärker als sie.
ich bin nicht im Tod geblieben. Dass das eine und das andere ist, durch seinen realen historischen Tod und durch die reale historische Auferstehung hat Gott auch bewiesen, er ist Gott, weil er etwas getan hat, was kein Mensch tun kann. Und deshalb ist es schlimm, wenn in manchen Kirchen gesagt wird, an Weihnachten zum Beispiel, ja, Jesus ist gar nicht wirklich gestorben und auferstanden, oder an Ostern wird es auch häufig gesagt, entscheidend ist die Idee, es gibt die Möglichkeit, nach dem Tod geht es weiter. Nein, es ist entscheidend, dass es wirklich historisch so geschehen ist, weil dadurch hat Christus bewiesen, Schuld ist bezahlt und überwunden, er ist Gott. Und damit sind wir schon bei unserer fünften Säule des Evangeliums. Und die finden wir zur Abwechslung mal in 2. Korinther 5, die Verse 19 bis 21. 2. Korinther 5, 19 bis 21. Da schreibt der Apostel Paulus in seinem Brief an die Korinther, inspiriert vom Heiligen Geist. Und so wie er das hier macht, ist das eigentlich der Charakter der ganzen Bibel. Das ganze Wort Gottes zieht darauf ab, dass Leute vom Heiligen Geist inspiriert worden sind, fehlerfrei Gottes Offenbarung niedergeschrieben haben, mit dem Ziel, andere zu überzeugen, andere zu gewinnen. Hey, du musst nicht verloren gehen. Wir bitten euch, glaubt an Jesus, lasst euch versöhnen mit Gott. Darum ringen wir, darum bitten wir. Die ganze Bibel ist getrieben von diesem Geist. Gott offenbart sich und möchte, dass Menschen daran glauben, dass Menschen gerettet werden. Und damit sind wir dann bei der fünften Säule des Evangeliums. Durch die Bibel ruft Gott jeden Menschen dazu auf, an Christus zu glauben und gerettet zu werden. Auch wieder langer Satz, aber wie gesagt, wichtiger Sachverhalt. Durch die Bibel ruft Gott jeden Menschen dazu auf, an Christus zu glauben und gerettet zu werden. Und insofern sollten auch wir, wenn wir persönlich an Jesus Christus glauben, in unserem Leben davon angetrieben sein, andere Menschen zu erreichen, diese gute Botschaft an sie heranzutragen, sie auf keinen Fall unter Druck zu setzen. Und auch schon gar nicht mit Gewalt oder irgendwas anderem. Aber sie darauf hinzuweisen, es gibt diese Rettung. Und Johannes 3, Vers 16 ist wohl der berühmteste Vers, der das zusammenfasst. Ja, den können wir auch noch mal lesen. Amen. Also, das ist der Grundgedanke der ganzen Bibel. Und die ganze Bibel ist auch geschrieben, also es gibt mehrere Ziele, aber auch zu ganz großem Teil von Gott autorisiert, um Menschen zu erreichen. Und deshalb sollten wir auch von diesem Ziel angetrieben sein, Menschen damit zu erreichen. Und damit sind wir dann auch schon bei der letzten Säule. Und diese finden wir dann in Johannes 3, Vers 36. Ich darf noch einmal zusammenfassen. Ja? Didaktisch wird einem ja immer eingetrichtert, Ergebnissicherung. Wir haben erstens gesehen, also ihr merkt, ne? So langsam gewinnt man einen Überblick. Inhaltlicher Ausgangspunkt ist, es gibt einen heiligen, persönlichen Gott. Er hat die Welt geschaffen, er hat jeden Menschen geschaffen, er hat ein Anrecht drauf, dass die Menschen ihm gehorchen. Was machen die Menschen? Sie drücken Gott weg. Sie wollen ihn nicht als Chef akzeptieren, sie wollen seine Regeln gleich mit abräumen. Deshalb, zweitens, sind in Gottes Urteil alle Menschen Feinde Gottes. Was folgt daraus? Gott, weil er ein gerechter Richter ist, muss eigentlich uns alle zum Tode verurteilen, und zwar zum ewigen Tode, zur Hölle, zur totalen Trennung von ihm. Aber Gott möchte uns auch retten. Und deshalb schafft er einen Weg außerhalb dieser Gesetzeslogik in Jesus Christus, nämlich indem Jesus Christus der Sündenbock wird, für die ganze Welt Gott alle Schuld auf ihn draufpackt, Jesus für uns leidet, aber wieder aufersteht und jedem, der an ihn glaubt, anbietet, glaube an mich, dass ich für dich persönlich dort gestorben bin und wieder auferstanden bin und du wirst gerettet. Wo finden wir diese Botschaft, diese Message? Wir finden sie in der Bibel. Deshalb ist das Ziel der Schrift,
jeden Menschen, der das liest, darauf hinzuweisen, in Jesus Christus gibt es Rettung, glaube an ihn. So, und daraus folgt dann an Nummer 6 das, was wir in Johannes 3, Vers 36 finden. Ich glaube, Markus ist. Vielen Dank. So wird es beschrieben, quasi in einer unpersönlichen, in einer allgemeinen Formulierung. Jesus Christus selber beschreibt auch seine Mission, und zwar in Johannes 5, Vers 24. Das bitten wir auch noch mal einmal zu lesen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und den Glauben, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist von Tod zum Leben hindurchgekommen. Vielen Dank. Also, was finden wir dort? Der Pastor sagt das immer, es gibt einen doppelten Ausgang aus diesem Leben, der jeden Menschen erwartet. Ja? Es gibt den Tod und danach stehen wir alle vor Gott. Und Gott wird uns fragen, er wird jeden Einzelnen von uns fragen, hast du an Jesus Christus geglaubt als mein Sohn, der sich geopfert hat für dich als persönlicher Sündenbock und wieder auferstanden ist von den Toten? Glaubst du, dass du selber eigentlich die Hölle verdient hast? Was ist die Hölle? Die Hölle ist die ewige Trennung von Gott. Weil alles Gute, Schöne von Gott kommt, wird es an der Hölle, in der Hölle nichts Schönes geben. Es wird ein Ort des Jammerns und der Qualen sein. Also, die Frage ist, glaubst du an, wird Gott fragen, glaubst du an Jesus Christus, dass er der Sohn Gottes, mein Sohn ist, dass er sich für dich geopfert hat? Und dass das deine einzige Chance ist, dieser Hölle zu entkommen, dem gerechten Preis für deine Schuld. Glaubst du das? Und jeder Einzelne, der sagen wird, ja, ich habe das geglaubt, schon vorher in diesem Leben, zu dem wird Gott sagen, wenn ich dich ansehe, sehe ich nicht dich mit deinen ganzen Fehlern, sondern ich sehe meinen Sohn Jesus Christus, der perfekt ist und der sich für dich gegeben hat. Du bist mein Kind. Du wirst in Ewigkeit bei mir sein, an einem Ort, wo es nur Gutes und Schönes gibt. Jeder, der das nicht sagen kann, der nicht in diesem Leben an Jesus Christus geglaubt hat, als persönlichen Herrn, zu dem wird Gott sagen, du musst die Strafe für deine Sünde selber weitertragen. Und Achtung, in Johannes 3, Vers 36 steht, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das heißt, schon jetzt ist der Zorn Gottes gegen jeden einzelnen Sünder eigentlich gerichtet. Wie gesagt, aber in Christus können wir diesem Zorn entkommen. Das ist Säule Nummer 6. An der Stellung zu Jesus Christus entscheidet sich das ewige Schicksal jedes einzelnen Menschen. An der Stellung zu Jesus Christus entscheidet sich das ewige Schicksal jedes einzelnen Menschen. Oder in kurz könnt ihr schreiben, doppelter Ausgang nach dem Leben. Gut. Damit haben wir die zentralen Punkte, ja, die zentralen Säulen des Evangeliums zusammengefasst. Das heißt nicht, dass man es nicht auch auf andere Art und Weise zusammenfassen kann, aber das ist eine Art und Weise, wie ich persönlich es gut merkbar finde und auch gut erklärbar finde. Und die Frage ist jetzt für jeden Einzelnen von uns, bevor wir zum zweiten Teil des Themas kommen, was mache ich persönlich mit diesen 6 Säulen? Ja, kann ich sagen, dass ich das wirklich so glaube? Kann ich sagen, dass ich es verstanden habe? Wenn ja, super. Und ja, wenn ja, dann kannst du sagen, ich bin wirklich gerettet, und dann erwächst daraus die Verantwortung, das anderen weiterzugeben. Ja, es geht darum, das wirklich zu wissen, anderen erklären zu können. Und wenn du sagst, nein, das höre ich zum ersten Mal so oder es war mir noch nicht ganz klar, dann möchte ich dich ermutigen, denk weiter drüber nach, forsche weiter oder wenn du Fragen hast, komm zu einem von uns. Aber lass das nicht auf sich beruhen. So, nicht auf sich beruhen lassen ist die gute Überleitung auch zum zweiten Teil. Ihr habt ja gesehen, es gibt Handouts, es gibt Stifte. Jetzt denkt ihr wieder, es gibt eine Gruppenarbeit, aber ich kann euch beruhigen, heute gibt es keine Gruppenarbeit im zweiten Teil, sondern nochmal so 25 Minuten bis 20 nach
Einzelarbeit. Ja, jeder für sich mit seinem Handout, mit seinem Stift. Also hier wird natürlich niemand zu irgendwas gezwungen. Ihr könnt natürlich auch sagen, nee, ihr macht nichts und setzt da einfach nur oder rausgehen. Ne? Also wie ihr das wollt. Aber ich rate euch, das zu machen. Und es gibt zwei Aufgaben. Die eine ist, wenn ihr unten drunter guckt, da steht sowas von Skizze oder Zeichnung. Es gibt in der Didaktik so eine Grundidee, dass man sagt, man hat eine Sache nur dann wirklich verstanden, wenn man sie selber irgendwie aktiv darstellen kann. Und das könntet ihr zum Beispiel durch eine Zeichnung machen, so eine Skizze. Ja? Punkt 1, irgendein Strichmännchen, Punkt 2, irgendein Strichmännchen. Aber dann könnt ihr selber nochmal für euch gegenchecken, habt ihr es verstanden? Und vielleicht hilft euch ja eine Skizze, das auch besser zu behalten. Das könntet ihr machen. Das andere ist, wozu ich euch mitnehmen möchte, dass ihr jetzt euer Handout umdrehen könnt. Und wir nämlich zu dem angekündigten zweiten Teil kommen, nämlich woran könnt ihr wirklich die Gewissheit haben, ich bin errettet? Wie wirkt sich das in meinem Leben praktisch aus? Ja, ihr habt jetzt gesagt, Teil 1, mit diesen sechs Säulen, die Basis, Botschaft des Evangeliums, das habe ich verstanden, das glaube ich auch, aber wie die Freundin von Jenny, von der ich erzähle, manchmal merke ich so im Alltag, oh, frage ich mich, aber reicht das? Weil ich merke doch, ich habe mit meiner Schuld zu kämpfen. Gibt es nicht noch irgendwie mehr Gewissheit als nur quasi dieses kopfmäßige Verstehen, ich habe die sechs Säulen verstanden und ich glaube dem? Gibt es noch mehr Erweise dafür, dass ich wirklich gerettet bin? Und dann ist die gute Nachricht für euch, es gibt viele Erweise, ja, und ihr findet dort 10. Das sind mit Sicherheit nicht alle, die Bibel spricht von noch mehr, aber das sind 10 Merkmale, dass jemand wirklich errettet ist und dass sich das in seinem Leben durch praktische Veränderung niederschlägt. Und die Aufgabe wäre, nachdem ihr fertig seid mit der Zeichnung, dass ihr müsst nicht alle 10 machen, sondern dass ihr einfach mal schaut, wie weit ihr kommt und da durchgeht, dass ihr euch die Bibelstellen anschaut und dann überlegt, wie ist das in meiner persönlichen Situation? Ist das vorhanden? Und wenn ja, was kann ich praktisch dazu beitragen, dass dieses Merkmal in meinem Leben weiter wächst? Ihr werdet sehen, an bestimmten Punkten seid ihr sehr darauf angewiesen, auf die Gnade Gottes. Sowieso können wir unsere Errettung nicht selber machen, sondern wir sind auf Gottes Gnade angewiesen. Aber trotzdem gibt es Möglichkeiten, dass wir ermutigt werden. Ich gebe euch ein Beispiel. Wir nehmen uns mal nicht das erste Merkmal vor, sondern das letzte. Ja? Und gehen das mal einmal gemeinsam durch. Also, wir waren, glaube ich, da angelangt. Wir würden jetzt die 3 Stellen gemeinsam lesen. Die lest ihr dann ja natürlich allein. Bitte einmal 1. Johannes 3, Vers 14. Dann als nächstes geht es weiter bei Kai. Bitte 1. Thessalonicher 4, 9. Und Samuel, bitte Johannes 13, 35. Also wir lesen einmal die Stellen nacheinander, bitte. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Vielen Dank. 1. Johannes 3, Vers 5. Es geht um die Liebe zu den Mitchristen. 1. Thessalonicher 4, Vers 9. Über die Bruderliebe aber braucht man euch nichts zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Vielen Dank. Johannes 13, 35. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also, praktisches Merkmal von jemandem, der von Christus gerettet ist, der persönlich an den Herrn Jesus glaubt. Es reicht nicht aus, dass ich nur Jesus liebe und sage, oh, Jesus hat das für mich getan, ich habe ihn lieb. Aber jedes Mal, wenn ich in die Gemeinde gehe, dann kriege ich Kotzen über die Leute, die da sind. Und XY nervt mich und der nervt mich und der nervt mich. Ich gehe da zwar hin, weil ich weiß, Sonntag gehört es sich als guter Christ im Gottesdienst zu sein, aber ansonsten versuche ich die Geschwister so viel wie möglich aus meinem Leben rauszuhalten. Die nerven mich nämlich. Ja? Was diese Stellen deutlich machen ist, wenn ich Christus liebe, dann muss ich auch die Geschwister lieben, weil jeder, der an ihn glaubt als persönlichen Herrn und Erlöser, ist Teil der großen Familie Gottes. Und in einer Familie muss man sich lieb haben. Insofern könnte man sich jetzt hinterfragen und sagen, habe ich das? Habe ich diese Liebe zu meinen Mitgeschwistern? Und es zeigt sich dann auch darin, dass ich Zeit mit denen verbringen möchte. So, und dann könnte man sagen, okay, ja, doch, grundsätzlich habe ich meine Mitgeschwister eigentlich lieb, klar, nerven die mich manchmal, aber was könnte ich jetzt machen, damit diese Liebe in mir wächst? Praktisch. Was könnte man jetzt machen, Frage an euch, dass die Liebe zu den Mitgeschwistern wächst? Wir sammeln mal einmal. Beten ist immer gut, ja? Was noch?
Genau, Verständnis gewinnen und so weiter. Man könnte sagen, ich lade jemanden mal gezielt ein, der mir eigentlich voll auf den Keks geht, aber versuche, diese Person zu verstehen. Ja, und meine Genervtheit aktiv zu überwinden dadurch, dass ich mich persönlich dieser Person öffne. Oder was vielleicht auch helfen könnte, wäre, dass man sagt, oh, ich bin Sonntagmorgen, schaffe ich es gerade so in den Gottesdienst, danach robbe ich mich nach hinten zum Kirchkaffee und trinke meine Tasse Kaffee, dann bin ich so halbwegs fit und klettere wieder in mein Auto und fahre weg. Ja, dass man sagt, okay, ich gehe Samstagabend früher ins Bett, damit ich am Sonntag ansprechbar bin und wirklich mit den Menschen reden kann, ihnen persönlich begegnen kann. Ihr seht also, eurer Praxis sind keine Grenzen gesetzt, es gibt viele Möglichkeiten. Ja, in diesem Sinne, dann danke ich für die schöne Mitarbeit. Würde jetzt sagen, was hatten wir gesagt, 25 Minuten, davon sind schon mal wieder 3 rum. Bis 20 nach, dann werde ich einmal noch mal kurz fragen, ob alles so geklappt hat und dann können wir gemeinsam noch beten und noch ein Lied singen und abschließen. Vielen Dank. Kein Stress. Also vielen Dank, dass ihr alle mitgemacht habt und ich darf euch das natürlich wärmstens ans Herz legen, das zu Hause vielleicht im Rahmen eurer stillen Zeit weiterzumachen. Ihr könnt ja dann auch selber nach Querstellen schauen zu den einzelnen Punkten und wir sind alle unterschiedlich, wir haben alle unterschiedliche Herausforderungen. Noch ein paar kurze Punkte, auf die ich hingewiesen wurde, beziehungsweise Punkte, Fragen, die sich stellen. Die offensichtliche Frage, die sich natürlich stellt, ist, was ist, wenn ich einen bestimmten Punkt auf dieser Liste jetzt nicht habe? Ja? Also vorausgesetzt, ich glaube wirklich an Christus, wie gesagt, meine Rechtfertigung hängt an ihm, ich weiß, er ist für mich gestorben und wieder auferstanden, aber zurzeit habe ich morgens, eigentlich bin ich immer so müde, ich habe gar nicht so Lust drauf, die Bibel zu studieren, beten fällt mir auch schwer, eigentlich würde ich es gerne, nur irgendwie ist die Freude nicht da. Wie soll ich damit umgehen? Oder anderes Beispiel, eine der Früchte des Geistes ist Selbstbeherrschung, also Selbstdisziplin. Aber ich merke im Alltag, ich kriege es einfach nicht auf die Kette. Ich versuche mir selber mein Schedule zu bauen, meine eigenen Ziele auszufüllen und einzuhalten und ich schaffe es einfach nicht. Heißt es dann, dass ich verloren bin, weil dieses Merkmal ja in meinem Leben nicht vorhanden ist? Was kann man darauf antworten? Die Antwort darauf ist, in Bezug auf das Beispiel mit der stillen Zeit, allein, dass ich weiß, dass es wichtig ist, Zeit mit Gott zu verbringen und dass ich das gerne machen möchte, auch wenn ich emotional nicht immer im selben Maße darauf Lust habe, zeigt, dass ich verstanden habe, es ist entscheidend, persönliche Zeit mit Gott zu haben. Und wenn man sich das Leben von unterschiedlichen Glaubensvorbildern anschaut, sei es so jemand wie Martin Luther oder so, dann zieht sich das durch, dass das offenbar so ist, mal ist es leichter, mal ist es schwieriger. Insofern ist es so, dass an dem Punkt manchmal vielleicht die emotionale Verfassung nicht so ist, dass ich sage, oh, ich habe jetzt gerade super Lust, aber entscheidend ist, ich weiß, dass es wichtig ist und es ist mir grundsätzlich eine Freude, mich mit Gott und seinem Wort zu beschäftigen. Und was vielleicht auch hilft, auf die stille Zeit betrachtet, seinen Fokus zu verändern, ist, wenn man sich klar macht, morgens Gottes Wort zu lesen, ist nicht wie so eine Art geistliches Müsli, was ich mir reinschiebe, damit ich durch den Tag komme, ja? So als Kraftquelle für den Tag. Das stimmt natürlich, weil Gottes Wort gibt Kraft. Aber vielmehr sollten wir es eher so sehen, dass es so ist, wie bevor man aus dem Haus geht zur Arbeit, dass man gern nochmal seine Frau sehen will oder die Kinder, bevor sie in die Schule geht, ja? Um eine persönliche Beziehung. Das, glaube ich, ist eine Hilfe, dass man sich klar macht, einmal Gott nochmal begegnen, bevor es dann im Alltag rauf und runter geht. Es geht nicht darum, das Kraftfutter einfach reinzuschieben. Das wäre so ein Punkt. Oder nächster Punkt, Früchte des Geistes. Allein, dass man merkt, ich habe ein Problem mit Selbstdisziplin oder Selbstbeherrschung oder Geduld, zeigt, dass man erkannt hat, ich brauche das in meinem Leben, dass man sich danach ausstreckt. Und das ist schon ein guter Punkt. Weitere Frage, die aufkam. Reicht es, ja, dass man zum Beispiel sagen kann, also ich hatte letztens eine Gebetserhörung oder ich erkenne immer mehr, dass diese Dinge hier irdisch, Geld, Haus, Auto, die sind vergänglich. Bin ich dadurch allein schon gerettet? Nein, die Antwort ist natürlich immer so. Entscheidend ist, das, was uns rettet, ist der Glaube an Jesus Christus, an seinen Tod am Kreuz, seine Auferstehung. Diese Merkmale
sind quasi Erweise davon, dass Gott in unserem Leben am Wirken ist durch seinen Heiligen Geist. Insofern kann man natürlich sagen, auch Nichtchristen können erkennen, dass das hier alles sehr vergänglich ist. Es gibt viele Nichtchristen, wo man den Eindruck hat, die haben das besser verstanden als viele Christen zum Beispiel. Oder auch oder ist auch die Frage, worüber machen sich die Leute Gedanken? Manchmal hat man den Eindruck, Punkt 8, Nichtchristen denken mehr darüber nach, dass das hier alles vergänglich ist und suchen irgendwie danach, was zu machen, was sie überdauert. Ja, in dem Sinne kann man sagen, dass ein Merkmal so oder so vorkommt in einem Leben, bedeutet noch nicht, dass jemand gerettet ist, sondern wie gesagt, entscheidend ist der Glaube. Und nach werden diese Dinge in unserem Leben auftreten. So, dann noch ein weiterer Punkt. Das, was Neil gesagt hat, stimmt natürlich immer. Wenn man an einem Punkt merkt, zurzeit habe ich kaum die Freude über die Errettung. Ja, das ist, ich weiß, es ist gut, ich bin dankbar, aber mehr auch nicht. Dann kann man immer an jedem Punkt dafür beten, dass Gott einem diese Freude mehren möge. Das ist übrigens auch sehr hilfreich beim Bibellesen, kann ich sagen, aus eigener Erfahrung. Gott darum bitten, du hast in deinem Wort versprochen, dein Wort kommt nicht leer zurück, gib mir doch die Freude, dieses Wort zu studieren. Ich möchte gerne das erfahren, was ich im Psalm 1 finde, dass ich am Baum werde, der gepflanzt ist, an Wasserbächen. Wodurch kommt das? Durch das Studium deines Wortes. Weil wir die Zusage haben, wenn wir im Willen Gottes beten, dann werden wir Gebetserhörung erfahren. In dem Punkt könnt ihr euch sicher sein, wenn ihr darum bittet, Gott wird es erhören und dann habt ihr gleich noch eine Gebetserhörung mitgesammelt. Ja, ist doch auch gut. Dann Frage zu Merkmal Nummer 5, Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden. Damit ist nicht die Geistesgabe gemeint, sondern grundsätzlich zu wissen, es gibt Gott, der gut ist und der uns retten möchte und es gibt den Teufel und seine Diener, die Dämonen, die versuchen in dieser Welt die Menschen zum Bösen zu bringen. Ja, das ist grundsätzlich, dass jeder Christ ein Verständnis dafür hat, es gibt Gott und es gibt den Widersacher. Und auch zu unterscheiden, was ist gut und richtig, was ist schlecht, das ist damit gemeint hier in Vers 5. So, und dann noch der letzte Punkt, der vorletzte Punkt, was ihr natürlich immer machen könnt, ist, dass ihr euch austauscht miteinander. Ja? Dass ihr sagt zum Beispiel, mir fällt es schwer, mit diesen irdischen Dingen umzugehen, irgendwie gewinnt das immer eine Eigendynamik, hab am Ende des Monats schon wieder so viel Geld verdient, weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Wenn ihr damit Probleme habt oder mit anderen Sachen, sprecht mit euren Geschwistern und sagt, hey, hast du auch dieses Problem oder wie gehst du damit um? Das ist immer eine Hilfe. Und letzter Punkt, es kann Tage geben, wo man sagt, also wenn ich mir diese Liste anschaue, dann muss ich sagen, ich weiß, das ist wichtig und richtig, aber rein gefühlsmäßig ist bei mir zurzeit kaum was los. Ich habe den Eindruck, es ist schwierig in meiner stillen Zeit. Es ist schwierig, auch das umzusetzen. Jetzt habe ich mich noch da und da gestritten. Was trägt uns dann durch? Ich möchte euch mitnehmen zum Abschluss, mit mir aufzuschlagen, Hebräer 12, die Verse 1 bis 3. Wo es darum geht, um das Durchhalten im Glaubensleben, im Glaubenswandel. Und wo es heißt, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen haben, also Menschen, die in der Bibel durchgehalten haben, wie zum Beispiel Mose, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihnen liegenden Freude willen, das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Das heißt, wenn man so richtig mutlos ist, dann, was sollten wir dann tun? Umso mehr hinschauen auf Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der uns durchbringen wird. Das ist der Rahmen, der über all dem steht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, vielen Dank für euer Mitmachen. Wir werden gleich schließen mit einem gemeinsamen Lied, aber lasst uns vorher noch eine Gebetsgemeinschaft machen und dazu können wir ruhig mal aufstehen. Und ich würde diese Gebetsgemeinschaft dann abschließen.